Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine Cast-Challenge. Denn an die Uni ist ja vorbei. Wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, dann guckt da auf jeden Fall rein. Es war sehr viel Arbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Und ja, jetzt haben wir wieder Zeit für mehr Challenges und deswegen machen wir auch direkt eine. Es geht darum, dass wir ein Sim erstellen und jedes Outfit ist ein anderes Pack. Das ist ja auch gerade irgendwie im Trend. Ich glaube, ich bin sogar schon zu spät eigentlich. Aber ich habe gerade richtig Bock drauf, das zu machen. Und deswegen machen wir das. Dazu nutzen wir hier die Seite von James Turner. Die werde ich euch auch verlinken, falls ihr das auch machen möchtet. I don't know. Ich glaube, die meisten werden das hier nutzen. Und ja, dann werden wir einfach mal das erste generieren für das Alltagsoutfit. Da sollte es eigentlich okay sein. Ich werde dazu davor sagen, wenn irgendein Teil fehlt, zum Beispiel Schuhe, dann werden wir einfach Sachen aus dem Base Game nehmen. Weil ich will hier kein Zimmer haben, der hier ohne Schuhe aus dem Haus geht, ja? Also halt so essentielle Sachen jetzt. Accessoires jetzt nicht unbedingt, aber wenn jetzt zum Beispiel Schuhe fehlen. No. No. Okay, was ist die Nummer 1? Es ist... Dine Out, also Gaumenfreuden, ist interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dazu gekommen ist mit dem Pack, aber ich glaube, man kann schon was Vernünftiges damit erstellen hier. Der Sim ist aus der Galerie... Ich habe einfach Base Sim eingegeben und dann kam sie. Ich habe ihr halt Lashes gegeben und einen Skin draufgeklatscht. Aber ja, das war es eigentlich schon. Okay, dann gucken wir mal, was wir unter Gaumenfreunden finden. So, okay, diese Frisur darf ich definitiv nicht nehmen. Das ist Custom Content. Wir haben das hier und das hier. Ist jetzt beides jetzt nicht das Krasseste der Welt, aber ich würde lieber längere Haare nehmen, to be honest. Also habe ich mehr Bock drauf gerade. Und ja, dann nehme ich halt auf jeden Fall die. Was nehmen wir? Ich finde diese Farbe gerade voll eklig bei der Frisur. I don't know. Eigentlich finde ich die gar nicht mal so bad, aber... Sollen wir einfach braune Haare nehmen? Ist halt langweilig, aber... Ja, komm. Wir gucken jetzt erstmal, was wir für Kleidung haben. Das ist wichtig. So, wir haben hier zwei Oberteile. Das ist eigentlich ganz okay. Irgendwie sieht sie aus wie so eine Mutti. Und das nehmen wir nicht. Das sieht ganz schrecklich aus. No. Haben wir irgendwas an Ganzkörper-Outfits? Weil das wäre vielleicht noch interessant. Ja, haben wir. Das hier zählt alles, glaube ich, nicht dazu. Aber... Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber sonst ist das halt so... Oh, das sieht süß aus. Und das eigentlich auch. Okay, ich glaube, wir werden auf jeden Fall so ein Kleid oder so nehmen. Glaube ich, wäre sogar hier schon hierbei so. Also das sieht süß aus. Das nehmen wir. Bitte, hab Schuhe, bitte. Ich möchte jetzt nicht direkt schon was aus dem Base Game nehmen, ja. Das Base Game ist nicht schlecht, aber... Das sind definitiv keine Gaumenfreundenschuhe, das kann ich euch sagen. Okay, dann muss ich ja leider doch was aus dem Base Game nehmen. I'm sorry, aber was soll ich tun? Ja, die Clownschuhe. Let's go. Wieso wird die Custom heute mitgezählt? Hilfe. Hier gibt es halt so viel, was irgendwie nicht so passt. I don't know. Hilfe. Kann man das so ansehen? Ich denke schon, oder? Ich bin immer so zwiegespalten. Ich weiß immer nicht, was kann man eigentlich tragen im Leben. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist das, was so am ehesten passt. Irgendwie der Rest ist noch ganz viel schlimmer. Gibt es Schmuck? Come on, es gibt doch wohl Schmuck, oder? Bitte. Nein, gibt es nicht. Gibt es irgendwas für ein... Gibt es hier Schmuck in irgendeiner Form oder Hüte oder so? Eine Kochmütze. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Haben wir hier irgendwas? Bitte. Ich möchte hier irgendwas geben, weil es ist so langweilig. Oh mein Gott. Gut, dann ist das anscheinend ihr Outfit. Das ist jetzt nicht so krass, aber es sieht eigentlich okay aus. Gibt es Make-up? Das ist auch noch wichtig. Wenn es Make-up gibt, dann vielleicht ist es noch ein bisschen spannend, aber ich gehe jetzt mal gerade nicht davon aus, dass es Make-up gibt. Und ich liege richtig. Na gut, dann ist das halt das Alltagsoutfit. Ist jetzt nicht krass, ist aber okay, würde ich behaupten. Gut, dann generieren wir für das Abendoutfit und bitte irgendwas Gutes, bitte. Bitte. Perfect Patio Stuff! Was ist dein Problem? Das ist Sonnenterrassen-Accessoires, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Ja. Wir haben eine Frisur, da hat sie sich mal eben die Haare abgeschnitten. Man kennt's, kann man machen, sollte man nicht. Die Frisur ist eigentlich ganz süß, finde ich. Aber ja, sie hat sich auf einmal die Haare abgeschnitten, man kennt's. Sie trägt halt im Alltag einfach nur Extensions oder so. I don't know. Aber hier wird's doch nichts geben, oder? Also ich bezweifle das irgendwie sehr, dass es hier was geben wird. Das mal weg. Es gibt eine Hose. Wow. Das ist schon mal hardcore hier. Und was haben wir noch? Haben wir ein Oberteil? Wenn wir ein Oberteil haben, dann sind wir schon mal weiter. Es gibt ein Oberteil, das ist gut. Ist jetzt nichts, was man eigentlich anziehen würde zur Abendkleidung. Aber was haben wir denn hier? Bitte.
Wir haben... Oh mein Gott, ein Kleid! Das nicht. Und die Bikinis hier auch nicht. Aber es gibt ein Kleid. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber da sind wir schon mal einen Schritt weiter hier, ja? Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Kleid gibt. Ich habe das aber auch noch nie gesehen in meinem Leben. Es gibt aber auch wieder keine Schuhe. Oh mein Gott. Dann ziehe ich einfach diese Schuhe an. Weil, ja. Gibt es vielleicht... Es wird keinen Schmuck geben. Ziemlich sicher. Aber man kann ja trotzdem mal gucken, ja? Ach, sag ich doch. Vielleicht ja in Face irgendwo. Nein. Und es wird auch kein Make-up geben. Ziemlich sicher gibt es kein Make-up von Sandterrassen-Accessoires, weil... Warum sollte es das tun? So, es geht um Whirlpools und Schwimmen und so eine Kack. Aber naja, dann ist das halt wieder kein krasses Outfit hier. Aber ja, kann man tragen, würde ich behaupten. Okay, für die Sportkleidung kriegen wir was für ein Pack. Bitte irgendwas Gutes. Bitte. Oh mein Gott! Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Fitness-Accessoires. Perfekt einfach. Okay, gibt es Frisuren in dem Pack? Ich weiß es gerade gar nicht. Gibt es das? Ja, gibt es. Kann man, denke ich, das hier tragen? Das würde auch noch am ehesten zu ihrer Haarlänge passen. Kann man machen. Sieht sogar ganz süß aus eigentlich. Hier haben wir so viel Auswahl. Oh mein Gott, I love it very much. Was ziehen wir denn an? Hier, einfach das hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. Passt auch zu ihr. Und wir werden ja definitiv eine Hose haben, oder? Wenn wir keine Hose haben, dann ist vorbei im Leben hier. Könnt ihr das hier mal einklappen? Ich habe keinen Bock. Nee. Ich will hier Fitness. Da. Jo. Die Hose habe ich ja schon häufig benutzt in meinem Leben. Aber mich stört es, dass sie nicht komplett schwarz ist. Das ist so ein dunkelgrau. Und das matcht nicht. Deswegen können wir die auch einfach in Weiß nehmen. Haha. Easy Umgang hier. Und es gibt sogar Schuhe. Die ich sogar gar nicht mal bad finde. Gibt es die auch in so einem, mit so einem Pink oder so? So sieht er nicht ganz cool aus. Wir können auch noch eine Leggings runterziehen. Nein, werden wir nicht machen. Aber das ist doch mal ein vollwertiges Outfit. Das kann man definitiv so tragen. Und es sieht auch gut aus. Also das Pack ist gar nicht mal so schlecht. Okay, und für die Schlafkleidung, was passiert da? Was wird da passieren? Spa Day, das ist eigentlich ganz gut. Weil hier haben wir halt so ein paar Sachen, die man definitiv tragen kann zum Schlafen. Ich glaube, sogar hier gibt es sogar ein paar Sachen, wo ich sagen würde, yo, das kann man definitiv zum Schlafen anziehen. Wir gucken mal. Ja, theoretisch kann man das, aber ich würde jetzt doch trotzdem doch eher zu einem Oberteil tendieren. Hier einfach sowas und dann halt eine Hose dazu. Hier sowas hier vielleicht. Kann man schon mal machen, oder? So zum Schlafen gehen. Läuft. Gibt es eine Frisur? Das ist jetzt auch wichtig. Daran habe ich schon wieder gar nicht gedacht. Mein Hirn schon wieder richtig komplett ausgesetzt hier im Leben. Läuft auf jeden Fall. Aber ja, also man kann die sich halt zusammenstecken zum Haier machen, definitiv. So ein geflochtenes Haar. Ja, ich würde, glaube ich, am ehesten das sagen. Fast schon, oder? Obwohl, ich glaube, ich wäre doch dann dabei eher noch. Damit die ihr Volumen von ihrem ersten Outfit immer da hat. Also nach dem Schlafen so, you know. Intelligent und so. Wieso ist mein Akku schon wieder fast leer? Was soll das? Dann müssen wir uns beeilen. Party-Outfit wird was. Komm, komm, irgendwas Cooles. Romantic Garden Stuff. Das ist nicht so cool. Ja, da können wir halt dann nur die geben, weil... Naja, sie hat halt lange Haare eigentlich, ne? Und das geht dann leider nicht. Aber ja, die Frisur finde ich auch eigentlich ganz schön. Da gibt es halt das Oberteil hier. Ist eigentlich okay, würde ich behaupten. Vielleicht nehmen wir das einfach mal in rosa. Ein bisschen Farbe mit reinbringen und so. Und diese Hose ist halt eigentlich ganz okay, wenn man die Muster wegnimmt. Weil die Muster sind ganz schrecklich. Die Hose ist doch nicht so toll, wie ich dachte. Oh mein Gott, Hilfe. In schwarz einfach? Ja, am ehesten, ne? Also der Rest ist... Oh mein Gott, darüber reden wir nicht. Ich glaube aber, es gibt keine Schuhe. Nee, gibt es auch nicht. Okay, dann halt nicht. Man zieht sich einfach die dazu an. Denke, das ist okay, denke ich mal. Ja, genau. Wie sieht's mit Schmuck aus? Da? Nö. Gibt es irgendwas hier für Schmuck? Es ist alles so langweilig, weil nirgendwo gibt's Schmuck. Wir haben sowieso so wenig Schmuck und so. Das ist voll traurig eigentlich. Ja, haben wir auch nichts. Make-up? Gibt es Make-up? Ich glaube nicht. Ich habe schon die ganze Zeit nicht geguckt, aber guck mal, in Sport und Schlafen brauchen wir noch eigentlich keine Dings. Sonnenterrassen weg. Romantischer Garten, nö. Sad life. Für die Schwimmkleidung kriegen wir was? Was kriegen wir? Was? Movie Hangout Stuff? Oh mein Gott, no. An sich ein ziemlich grandioses Pack, aber nein, nicht. Nicht dafür. Nicht da... Oh mein Gott. Die Frisuren sind auch ein bisschen wild.
To be honest. Aber das kann man, denke ich, noch tragen. Also das ist so, passt noch auch zu ihrer Haarlänge und so. Zum Schwimmen will ich jetzt nicht unbedingt tragen, aber mir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. Das hier kann man sich noch eher vorstellen als das andere. Haben wir irgendwas ganz Körpermäßiges? So ein Kleid? So ein Kleid? Oder so ein Kleid? Nee, das kann ich mir noch weniger vorstellen als das hier. Also ich finde, das geht noch so in Ordnung. Jetzt müssen wir gucken, ob wir halt eine Hose haben. Weil da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Und vor allem eine, die man zum Schwimmen tragen kann. Also das ist noch so am ehesten, das ist so ein Look, den man tragen könnte, wenn man halt, I don't know, am Strand ist. Also schwimmen würde ich damit nicht, aber soll sie tun, was sie will, ja? Und für heißes Wetter kriegen wir was? Bitte, irgendwas Okayes. Get famous. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Die Frisuren waren auch ganz schön wild, ne? Warte, dann kann man ja eigentlich so einen Zopf tragen, oder? Seit auf einmal trägt sie so einen Pony. Ist ein bisschen wild, aber kann man schon machen. Ja, wir gucken mal. Also das hier ist auf jeden Fall gut für den Sommer. Also kann man definitiv tragen. Ja, das hier ginge vielleicht noch. Aber das ist irgendwie nicht so mein Style. Also wenn, würde ich eh das geben. Also wir hätten halt so einen Rock. Das wäre halt okay. Die geht leider nicht so. Der Rock ist leider echt ein bisschen meh. Also den finde ich dann doch noch schöner. Dann würde ich mich halt dafür entscheiden. Ist jetzt nicht das krasseste Outfit. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so tragen. Aber mir bleibt jetzt leider nicht so viel Auswahl, ne? Was haben wir denn für Schuhe? Wir haben auf jeden Fall Schuhe, das ist gut. Und ja, ich denke, dann kann man einfach das dazu anziehen. Ist jetzt nicht das krasseste Outfit. Es sieht ein bisschen wild aus. So zusammen. Aber ja, keine Ahnung. Gibt es vielleicht einen Hut? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Irgendwas, was man halt auch tragen kann, so im Sommer. Aber sieht jetzt nicht so aus. Dann lassen wir es einfach. Okay, wir können noch ein Pack haben für dieses kalte Wetter-Outfit. Und dafür kriegen wir Toddler-Stuff. Es gibt keine Items für Erwachsene. Deswegen, also ich bin mir jetzt so hundertprozentig sicher, dass es kein einziges Item gibt für Erwachsene. Weil es geht da ja um Kleinkinder einfach. Deswegen werde ich nochmal neu generieren, weil das absolut nicht okay ist. Also, ganz im Ernst. Nochmal Fitness-Stuff. Ja, okay, akzeptiere ich. Ja, also man könnte halt sowas hier anziehen, aber wir haben keine hohe Hose, ne? Deswegen wäre ich halt doch eher dann halt bei sowas. Und dann trägt sie halt einfach nochmal diese Frisur, weil uns bleibt da nichts anderes übrig. Oh je, meine. Sie lebt einfach irgendwo, wo es halt nicht so kalt ist, ja? Nicht so kalt wird. Dann muss sie auch nochmal diese Hose anziehen. Jetzt kann sie die auch in Schwarz anziehen. Läuft auf jeden Fall. Und einfach in Rot. Wir sind hier special, ja? Oh je. Es ist so schlimm. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt einfach mal nochmal diesen Sim in voller Gänze. Wir haben kein einziges Mal Make-up benutzt. Und irgendwie auch noch nie Accessoires, weil irgendwie gab es irgendwie nie was. Und wenn, dann hat man, also in dem Outfit würde man keine Accessoires tragen. Ja, das ist auf jeden Fall Gianna? Whatever. I don't know. Und das ist das Alltagsoutfit, die Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafkleidung, Partyoutfit, Schwimmkleidung, Heißwetteroutfit und Kaltwetteroutfit. Mir persönlich gefällt das Sportoutfit definitiv am besten, weil es halt am stimmigsten ist. Ja, der Rest ist halt leider nur so lala irgendwie. Wir hätten mehr Glück haben können mit den Packs auf jeden Fall, aber letztendlich ist es halt okay geworden. Es geht definitiv besser, aber ja, ich habe auch schon schlimmere Resultate gesehen, deswegen akzeptieren wir es einfach. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ja sagen, was ihr von ihr haltet und so. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!